Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Heute mit einer echten Premiere. Der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ich zeige ihn euch. Wir probieren aus, wie weit ich elektrisch komme, was ich verbrauche. Ich zeige euch die Assistenzsysteme und alles, was ihr zu dem Auto wissen müsst. Bleibt dran. Das ist der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Im Grunde genommen ist der auch nicht neu. Es gibt ihn ja schon eine Weile. Es gibt ihn als Hybrid. Da macht er sich ein bisschen Strom selber mit einer 1,6, glaube ich, Kilowattstunden Batterie, die mir beim Anfahren hilft. Das ist die Plug-in Hybrid Variante. 306 PS Systemleistung in knapp 6 Sekunden von 0 auf 100, Allradantrieb und eine elektrische WLTP-Reichweite von über 70 Kilometern sind angegeben. Und wenn man den nur in der Stadt bewegen würde, nach dem WLTP City-Zyklus, wären auch über 90 Kilometer WLTP-Reichweite rein elektrisch möglich. Ich habe das Fahrzeug hier auf einer Fahrveranstaltung von Toyota ausprobieren können für euch. Es kommt demnächst in den Handel und auf den Markt. Und ich zeige euch die Details, alles, was ihr wissen müsst zum Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Die Fahrveranstaltung zum RAV4 startet in der Toyota Collection. Da wollte ich immer schon mal reinschauen, deshalb nehmen wir uns einen Moment Zeit dafür. Neben den ersten Toyota Modellen und den coolen Celicas aus den 80er Jahren stehen hier auch zwei Toyota GT 2000. Super seltenes Auto, sehr gesucht und in der Collection stehen gleich zwei davon. Auch das Hybrid-Thema wird hier gezeigt. Das ist ein Prius 1, eines der Erprobungsfahrzeuge, mit denen vor 20 Jahren zum ersten Mal ein Hybrid auf Deutschlands Straßen unterwegs war. Das Design ist alles andere als aufregend und die Fahrstufen wurden mit einem Riesenhebel am Armaturenbrett eingelegt. Der Prius war übrigens mein erster Kontakt mit der Elektromobilität. Von 2007 bis 2009 hatte ich einen Prius 2 in Silber. So einer steht hier auch und bei dem Exponat ist die Hybridtechnik gut zu erkennen. Mit dem stufenlosen Getriebe. Daneben steht noch ein Prius 3. Und natürlich steht hier auch ein Toyota RAV4. So sah der mal aus, als er 1994 auf den Markt kam. Dieses Exemplar wurde für die Werbung benutzt. Das Werbegesicht für das Auto war Wiegald Boning. Und so sieht der RAV4 heute aus. In der fünften Generation, die seit 2018 gebaut wird. Das Auto gibt es schon länger als Hybrid und jetzt ganz neu als Plug-in Hybrid. Die Einweisung erfolgte in der Form eines Autokinos und dann ging es los auf eine 70 Kilometer lange Testfahrt. Auf der Fahrveranstaltung habe ich ein Fahrzeug übernommen, das Fahrzeug mit der Nummer 1, ein Fahrzeug, das in Belgien zugelassen ist. Und dieses Fahrzeug darf ich jetzt bewegen zu einem Spot, an dem wir Teilnehmer für den heutigen Tag uns alle wieder treffen. Jeder fährt auf seiner Route dahin. Die Route ist hier eingegeben und das Ganze ist eine Location, wo wir uns zum Mittagessen treffen. Diese Location ist etwas über 70 Kilometer entfernt, sodass ich im Grunde genommen genau einmal schauen kann, ob der Fahrzyklus von 70 Kilometern rein elektrisch denn auch in der Praxis passt. Und der Fahrzyklus oder die Strecke soll ein Mix sein aus Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich kenne mich hier in der näheren Umgebung nicht aus, vertraue hier völlig auf das Navigationssystem und das hier eingegebene Ziel. Weil ich ein bisschen ausreizen will, wie weit ich hiermit komme, habe ich den Wagen ja schon so ein bisschen sehr auf die Reichweite optimiert eingestellt. Ich fahre im Eco-Programm und ich habe die Klimatisierung ausgemacht. Wobei das nicht so viel macht, denn die Klimaanlage ist ja eine Wärmepumpe. Das heißt, die Klimatisierung, Heizung kostet gar nicht so viel Strom, wie man gemeinhin denkt. Aber ich will es ja heute mal wissen, also habe ich hier alles auf Off geschaltet, um einfach die optimale Reichweite mal zu haben. Von den Witterungsbedingungen ist es so knappe 18, 19 Grad draußen. Es regnet leider, Straße ist feucht und naja, keine Rekordbedingungen, aber okay, so ist ja der Alltag bei uns vom Wetter, vor allem im Norden, wobei ich hier gar nicht im Norden bin, bin hier in der Nähe von Köln.
So, die Strecke führt mich jetzt hier als erstes auf die Autobahn. Ich habe insgesamt von den 72 Kilometern zum Ziel noch 55 Kilometer nach. Mein Akku ist, ja, das ist so eine mechanische Anzeige, das ist also so eine Tankuhr, das ist keine digitale Zahlenanzeige. Und insofern würde ich mal sagen, ich habe noch 90% Akku. Also das sollte passen. Fahre auf der Autobahn, es ist voll. Eben war Tempo 100. Die Tempo 100 sind jetzt aufgehoben und ich könnte schneller fahren, denn dieses Auto fährt bis zu 135 Stundenkilometer rein elektrisch. Das finde ich, kann sich sehen lassen. Insgesamt können sich die Daten von diesem Auto sehen lassen. Deshalb war ich auch so neugierig darauf, das zu fahren und auszuprobieren. Die meisten Plug-in-Hybrids sind irgendwie, ja, entweder sind sie häufig ein Feigenblatt für den Hersteller, um gewisse Verbrauchswerte zu erreichen, oder sie sind einfach nur schön gerechnet mit Reichweiten, die kurz über 40 Kilometern sind, um dann gerade dieses E-Kennzeichen zu kriegen und die Förderung und so weiter. Und das hier ist was anderes. Wir haben hier eine Kombination aus einem Elektromotor und einem Benzinmotor, die gleichwertig sind, die beide über 180 PS haben. Also schon richtig Alarm in der Bude. Und insofern habe ich eine Systemleistung, wenn alle Motoren zusammen hier agieren, von 306 PS. Das ist schon eine ganze Menge. Entscheidend ist für mich aber immer die rein elektrische Leistungsfähigkeit. Denn wenn ich nur rein elektrisch fahren will und habe dann irgendeinen 50, 60 PS Motor irgendwo eingebaut bei einem Fahrzeug dieser, ja, ich sag mal, Gewichtsklasse, das wäre natürlich dann zu wenig. Also das scheint mir alles voll nutzbar zu sein. Ich fahre jetzt 100, bin auch schon 120 gefahren, ohne Einschränkungen. Dass er hier irgendwie mucken würde, das macht er voll elektrisch. Ich fahre im voll elektrischen Modus und wie gesagt im Eco-Modus, um das hier ein bisschen auszukitzeln, zu gucken, wie weit ich komme. So, auch hier auf der Landstraße macht der RAV4 eine gute Figur. Und ja, ich fühle mich hier sehr souverän unterwegs. Das ist ja auch der Grund, warum diese SUVs so beliebt sind. Man sitzt ein bisschen höher, man hat so dieses erhöhte, etwas sicherere Gefühl. Und ist natürlich ein Trugschluss, wenn alle sich ein SUV kaufen, sitzen alle wieder gleich hoch. Aber im Moment ist das die Kategorie, die am Markt gefragt ist. Der Toyota RAV4 war seinerzeit, als er in den 90er Jahren auf den Markt kam, eigentlich der Begründer dieser Kategorie, aber das erste Auto, was wie ein Geländewagen aussah, aber die Technik eines normalen PKWs enthalten hatte, weil keiner wollte damit ins Gelände. Früher hatten Geländewagen Leiterrohrrahmen, sowas wie so ein Land Rover Defender, mit dem man dann irgendwo in der Wüste Namibias jede Düne schafft. Das will man ja gar nicht. Man will eigentlich nur in der Stadt rumfahren und ein bisschen erhöht sitzen und ein bisschen erhöhtes Feeling haben. Und deshalb die Kombination Geländewagen-Optik, aber Technik eines normalen PKWs, das war neu und der RAV4 war das erste Auto dieser Art, was in den 90er Jahren die Navigationsansage, die quakt hier ab und zu mal rein, aber da ich nicht genau weiß, wo ich bin und wo ich hin muss, muss ich die anhaben und auch wenn sie hier euch ein bisschen in den Tod stürzt. Wie gesagt, RAV4 hat letztlich diese, Autokategorie eigentlich begründet. So. Was ich auf jeden Fall aber positiv bemerke, das hat man uns vorhin in der Präsentation gesagt und ich achte jetzt mal so drauf, das ist das Geräuschniveau in diesem Fahrzeug. Toyota hat sehr viel Wert auf eine, ja, gute Dämmung gelegt und hat gegenüber dem normalen RAV4 Hybrid eine, ja, ich sag mal, deutliche Aufwertung der schallschluckenden, schallreduzierenden Maßnahmen hier genommen. Das Fahrzeug ist nochmal deutlich besser gedämmt, gerade im vorderen Bereich, in den Radschalen und am Armaturenbrett. Die Scheibe, die Frontscheibe und die Seitenscheiben ist eine Akustikverglasung. Sieht man auch, kann man fühlen, ist so eine doppelte Scheibe sozusagen. Und damit ist es hier super ruhig im Auto. Also, wirklich, ist ja so bei Elektroautos, wenn kein Antriebsgeräusch zu hören ist, dann hörst du hier jedes kleinste Geräusch, jedes Knacken, jedes Knarzen. Auch auf der Autobahn eben Windgeräusche oder sowas war wirklich sehr, sehr, sehr leise, sehr angenehm. Dann noch eine Bemerkung zum Thema Autobahn und Reisen. Das Fahrzeug hat einen
Spurhalteassistent und einen adaptiven Tempomaten, also ein Tempomat, der die Geschwindigkeit hält und vorausschauend guckt, dass man nicht auf irgendein Fahrzeug drauf fährt und zur Not die Geschwindigkeit reduziert. Ich hatte hier 110 eingestellt, hier ist 120 zugelassen und vor mir fährt ein LKW, auf den ich jetzt aufgelaufen bin, weil ich hier sowieso abfahren muss. Und dementsprechend fährt er jetzt langsamer, er fährt jetzt 90, hat er sich automatisch hinter den LKW gehängt. Das Fahrzeug hat einen Spurhalteassistent, der, ja, ich sag mal, auch schon ganz gut funktioniert. Das Fahrzeug geht mit der Spur auch ein bisschen um die Kurve rum auf der Autobahn. Es ist kein Autopilot oder so, nicht zu verwechseln, aber ich muss ehrlich sagen, es funktioniert ganz gut. Und es entlastet einen auf der Autobahn, man kann sich eine Geschwindigkeit einstellen, lässt eine Hand locker am Lenkrad und dann kann man so ganz gut dahin gleiten und fährt auch nirgendwo auf durch diese Radar-Abstandshalter. Das ist relativ gut gemacht und es führt zu einem sehr entspannten Reisen auf der Autobahn. Rein optisch gibt es kaum Unterschiede zur normalen Version. Ein paar dunkle Akzente und spezielle Felgen für den Plug-in Hybrid, das war es optisch auch schon. Der RAV4 Plug-in Hybrid hat neben dem Verbrenner zwei Elektromotoren. Vorne mit 88 kW 134 PS und hinten mit 40 kW. Die Batteriekapazität beträgt 18,1 Kilowattstunden. Trotz des Doppelrohrauspuffs aufgrund seiner elektrischen Reichweite bekommt der RAV4 Plug-in Hybrid in Deutschland das E-Kennzeichen. Die Aufladung erfolgt einphasig mit bis zu 6,6 Kilowatt. In Deutschland etwas weniger durch die Schieflastverordnung. Der Benzinmotor leistet 136 kW, 185 PS. Grundsätzlich ist der RAV4 aber so abgestimmt, dass er am liebsten elektrisch fährt, solange noch Strom in der Batterie ist. So, und jetzt zeige ich euch den Toyota RAV4 Plug-in Hybrid mal von drinnen. Sitze auf dem Fahrersitz, drehe euch die Kamera mal um. Und los geht's. Das ist also der Blick aus dem Cockpit sozusagen. Hier sind die Anzeigen links. Praktisch die Leistungsanzeige, wenn ich rekuperiere, geht es hier runter. Wenn ich Gas gebe oder Strom gebe, geht es hier rauf. Der Bereich Eco soll mir ein bisschen helfen, sparsam zu fahren. Und wenn ich Vollgas gebe, geht es da oben hoch. Dann haben wir hier den Tacho, Geschwindigkeitsanzeiger mit einem Multifunktionsdisplay in der Mitte, das mir eben anzeigt, wie die Stromflüsse jetzt sind, in welchem Modus ich fahre. Und hier rechts haben wir den Füllstand, der Akku ist da unten und die Benzinanzeige ist hier oben und der Tank ist jetzt voll. Der Akku ist im Prinzip nicht voll, sondern ja, hiernach würde man denken, er ist nur viertelvoll, aber da muss man aufpassen, der Verbrennungsmotor läuft, sobald der Zeiger hier in den blauen Bereich hineingeht. Ab da hilft der Verbrennungsmotor immer mit. Das heißt also, wenn man nur elektrisch fahren will, muss man im Prinzip in diesem Bereich bis dort bleiben. Also von da bis da. Den letzten blauen Bereich kann man dann nicht gehen. Dann geht auch der Verbrenner mit an. Jo, so, das ist so der Cockpit-Blick sozusagen. Hier links in der Tür haben wir die Fensterheber und die Sitz-Memory-Verstellung. Der Fahrer- und Beifahrersitz sind elektrisch und in dieser Ausstattung auch elektrisch beheizt und belüftet. Hier oben ist das große Zentraldisplay, auf dem man hier so einen Homebildschirm hat. Da gibt es mit Menü, kommt man in das Grundmenü des Fahrzeuges, kann man Ziele eingeben, Audio, Telefon, Apps, Info. Unter Info ist die Einrichtung. Ich bin also jetzt hier rund 60 Kilometer gefahren, eine Stunde. Insgesamt der Akku ist jetzt leer. Da der Tank noch voll ist, habe ich 712 Kilometer Reichweite, die ich noch fahren kann. Plus der 60, sagen wir mal rund, bin ich also rund 770 Kilometer, kann ich im Prinzip mit einer Tank- und Akkufüllung dann fahren. Und vom Verbrauch her, Energie, das ist mein Energiefluss. Im Moment wird praktisch nur Strom abgezweigt für die Belüftung. Wenn ich jetzt hier die Klimaanlage ausmache, off, müsste, zack, ist sie aus. So, Fahrtinformation und Historie. Da kann man sehen, wie so die Historie war. Irgendjemand hat mal 0,3 Liter damit verbraucht. Das ist auch in Ordnung. Und hier ist im Prinzip, da bin ich, neuester 6,5 Liter ist mein Verbrauch anscheinend. Aktualisieren. So, also ich habe eigentlich gar keinen Benzinverbrauch, ich habe nur Stromverbrauch.
Insofern wundert mich das hier. Energie, History, gut. So, Menü, da waren wir. Was gibt's noch? Apps, was kann man dort machen? Ah, man muss man sein Telefon verbinden. Das Fahrzeug kann auch Apple CarPlay und Android Auto, wenn man hier sich mit dem Kabel verbindet. Gut. Dann haben wir hier drunter die Klimatisierung. Wie gesagt, das ist eine Wärmepumpentechnologie, also relativ stromsparend. Und in dieser Ausstattung ist der Fahrersitz beheizbar und bekühlbar, also belüftbar, sowohl Fahrer- und Beifahrersitz, beide. Darunter gibt es noch Auflademöglichkeiten, Strom, USB. Und das hier ist so eine QI-Ladeschale. Das heißt, ich kann hier mein Telefon reinlegen und dann wird es praktisch geladen. Ich kann das hier mit dem Knopf starten oder abbrechen, ob ich das Telefon laden möchte. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole den Fahrwahlschalter, parken, rückwärts und fahren. Und hier die Anweisung, was das Hybridsystem machen soll. Auto heißt, er fährt im Hybridsystem und entscheidet dann praktisch selber, ob er rein elektrisch fährt oder in dem Hybridsystem. Und hier sind die Funktionen Charge und Hold, dass man also den Ladestand auf einem bestimmten Level halten kann oder dass das Fahrzeug zum Beispiel bei einer Autobahnfahrt wieder Strom generiert, damit ich in der Stadt wieder elektrisch fahren kann. Dann haben wir den Schalter, ob ich auf Eco oder Normal, auf Eco oder Sport fahre. Da muss ich dann drehen, einmal nach links oder einmal nach rechts. Und dann habe ich hier bei Sport wird alles rot, bei Eco wird alles grün. Wenn ich den Knopf in der Mitte drücke, Normal, dann ist die Anzeige reduziert. Nochmal Eco nach links, Sport nach rechts. So, dann habe ich hier zwei Getränkehalter, eine Mittelarmlehne, unter der sich sicherlich noch ein Fach verbirgt. Jawohl. Also hier ist noch ein richtig großzügiges Fach und es sind auch noch mal zwei USB-Plug-in-Lademöglichkeiten dabei. Also wirklich, Platz ist hier genug. Dann wollte ich euch noch etwas zeigen. Zum Rückspiegel wollte ich euch noch etwas zeigen. Das hier ist der Rückspiegel und jetzt könnt ihr ja auch sehr deutlich hier das Spiegelbild von mir mit der Kamera hier sehen. Und da hinten raus, hier hinter mir, steht ein weiterer Toyota RAV4 aus dieser Presseflotte. Hier gibt es einen kleinen Kippschalter. Wenn ich den umschalte, so wie diese Tag- und Nachtschaltung, die kennt ihr, wenn ich den umkippe, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt habe ich ein Bild, in dem ich mich nicht mehr spiegel, sondern ich gucke praktisch hinten raus. Und das ist die Rückfahrkamera, die jetzt die Funktion eines Spiegels übernimmt. Und das ist schon irgendwie ganz, ganz cool. Aber im ersten Moment echt gewöhnungsbedürftig, weil man eine Differenz hat von der Entfernung. Also wenn ich da vorne rausgucke als Fahrer während der Fahrt und gucke dann hier so oben in den Spiegel, dann habe ich jetzt eine andere Entfernung. Mein Auge muss fokussieren und hier habe ich eine andere Entfernung. Das heißt, ich muss, wenn ich den Blick dahin wende, einmal kurz sozusagen neu scharf stellen. Wenn ich den normalen Innenspiegel habe, dann ist das da hinten, das Auto, ungefähr die gleiche Entfernung wie das hier vor mir. Ich muss also nicht neu fokussieren. So muss man immer neu fokussieren. Das ist so ähnlich wie der Innenspiegel beim Audi e-tron. Der ist ja auch so, dass er hier an der Seite ist, wo die Lautsprecher sind. Und dort muss man auch immer dann neu umfokussieren, wenn man den Blick hin und her schweift. Also tolle Funktion. Ich bin persönlich nicht ganz so damit klargekommen, ehrlich gesagt. Das Ganze verstellt sich auch nicht, zeige ich euch nochmal, wenn man den Spiegel verstellt. Also dieser Bildausschnitt bleibt immer gleich, auch wenn ihr den Spiegel verstellt. Das funktioniert so nicht, sondern ihr müsst hier irgendwo, gab es so ein Zahnrad, das ist eine Tasse Tee, also hier gibt es irgendwo während der Fahrt so ein Zahnrad, da muss man drauf drücken, dann kann man praktisch den Ausschnitt nochmal einstellen. Aber so ist das gewöhnungsbedürftig, dass der Spiegel quasi immer die gleiche Ansicht hat, egal wie man ihn einstellt. Nun denn, gehen wir nochmal nach hinten. Hinten ist in dem Auto riesig Platz. Ich hoffe, ihr könnt mich so erkennen. Also ich sitze hier super, super komfortabel. Der Sitz ist auf mich eingestellt, auf rund 1,80 Körpergröße für den Fahrer. Und ich habe hier hinten riesig Platz. Auch hier oben zur Decke hin habe ich riesig Platz. Und man kann hier wahrlich bequem zu dritt nebeneinander sitzen. Hier ist noch eine Armlehne drin, aber auch zu dritt kann ich wunderbar hier sitzen, gar keine Frage. Und es bleibt noch ein riesen Kofferraum, den zeige ich euch gleich. Die hinteren Passagiere haben hier
eine eigene Belüftung oder eine Lüftungsdüse für Frischluft und darunter noch zwei USB-Ports für das iPhone oder das Smartphone oder für whatever zum Aufladen. Dann haben wir hier noch so ein paar Taschen und sogar in dieser Ausstattung eine Sitzheizung für die Rücksitze. So, dann zeige ich euch noch den Kofferraum. Und der Kofferraum ist riesig, über 500 Liter Volumen. Eigentlich keinen Unterschied zu der normalen RAV-Variante. Das hier ist mein kleiner 21 Liter Fotorucksack. Das ist so Größe Handgepäck ungefähr. Und hier drunter ist dann sogar noch ein Fach für die Ladekabel und das Tire-Fit-System. Also hier ist massig Platz drin und dann kann man ja noch die Rückbank umklappen. Der RAV4 Plug-in Hybrid macht schon eine ganze Menge richtig. Beim Fahren ist er aber eher ein Fronttriebler als ein Allradler. Für alle, die sich noch nicht an ein vollelektrisches Auto herantrauen oder wenig Lademöglichkeiten in ihrer Umgebung haben, kann das Auto interessant sein. Mit einem speziellen Leasingprogramm und der 0,5% Versteuerung peilt Toyota mit dem RAV4 Plug-in Hybrid wohl aber eher Firmenkunden an.